Wenn man schon darauf hinweisen muss, ist die Lage ziemlich verzweifelt. Geheim bleibt im Moment kaum etwas bei der CSU. Indiskretionen sind die Waffe der Wahl. Als der Fraktionsvorstand beschließt, einen eigenen Favoriten für das Amt des Ministerpräsidenten wählen zu wollen, kommt es raus, noch bevor die Sitzung vorbei ist. Wer sich dabei als Gewinner sieht, ist schnell klar. Offiziell hat Markus Söder noch gar nicht die Hand gehoben, der übt er schon mal für das neue Amt und verfasst spontan einen politischen Nachruf auf seinen so bald wie möglich Vorgänger. Wichtig ist immer, dass das mit Stil, mit Anstand, mit Respekt und Miteinander erfolgt. Auch Respekt vor Horst Seehofer, der viel für diese Partei und für das Land gemacht hat und geleistet hat und nach wie vor tut. Und auch in der Zukunft als Parteivorsitzender jetzt die nächsten Wochen erfolgreich bestreiten wird. Der so bereits in die Ahnengalerie Verabschiedete bleibt den ganzen Tag unsichtbar. Angeblich sei Seehofer einverstanden mit dem Plan. Doch kaum einer mag glauben, dass er seinem Erzrivalen einfach das Feld überlässt. Da kommt doch noch was. Tatsächlich. Die nächste Indiskretion. Meldungen, Innenminister Herrmann wolle gegen Söder antreten. Angeblich längst beschlossen auf einer ebenfalls geheimen Sitzung. Anrufe und SMS fliegen durch die Nacht. CSU-Informanten dementieren und bestätigen. Wer lügt? Wem nützt es? So ein Chaos haben selbst langjährige Beobachter noch nicht erlebt. Die schaden sich zurzeit gegenseitig noch und nöcher. Es nimmt kein Ende. Die große Unbekannte im Mittelpunkt, Horst Seehofer. Seit Wochen schweigt er zu seiner Person. Er hat versäumt, rechtzeitig seine Nachfolge zu regeln. Über Jahre mögliche Alternativen gegeneinander ausgespielt, dann die Wahl verloren und statt Konsequenzen zu ziehen, in Berlin sondiert. Alles ohne die Signale seiner zunehmend panischen Partei zu erkennen. Es ist eigentlich das, wo ich mich am meisten wundere, weil der Horst Seehofer eigentlich einer ist, der den Braten schon riecht, wenn er noch gar nicht im Rohr ist, ne? Doch seine Realität scheint eine andere. Schuld am Zustand der Partei seien die, die ihn herausfordern. Auch jetzt noch will er zumindest das Tempo vorgeben. Nur so könne man die Landtagswahl gewinnen. Warum? Was macht Sie da so optimistisch? Weil ich immer an die kollektive Intelligenz meiner Partei glaube. Die hat sie gerade aber nicht bewiesen in letzter Zeit, oder? Das war aber nicht das Kollektiv. Sondern? Punkt. Ein Punkt für Markus Söder? Die Fraktion scheint hinter ihm und hat ohnehin noch eine Rechnung offen mit Seehofer, von dem sie sich nie ernst genommen gefühlt hat. Es hat nicht selten davon Pyjama-Strategen und Leichtmatrosen und Zwergen im Mäusekino gesprochen und so weiter. Ne? Das haben sich die alle gemerkt. Im ersten Moment, wo er schwach erscheint, angreifbar ist durch ein schlechtes Wahlergebnis, kriegt er das alles zurück. Das ist alles Menschenwerk hier. Seine Gegner wollen, dass er die Staatskanzlei räumt. Nur als Minister unter Merkel in Berlin, vielleicht noch als Parteichef, sehen sie für ihn eine Zukunft. So denken auch viele seiner Verbündeten. Ihr Problem ist ihre Loyalität. Das ist die eigentliche Ironie der CSU-Krise. Ihr Warten auf seine Personalansage öffnet Räume. Auch Joachim Herrmann schweigt zu allen Gerüchten. Und während er zum Verfassungstag in der Residenz die Bayernhymne schmettert, holt sich Ilse Aigner Gottes Segen für einen neuen Skilift ab. Zwar hat sich ihr Verband Oberbayern klar dafür ausgesprochen, dass Seehofer zumindest Parteichef bleibt, doch sie selbst ist aus dem Machtkampf ausgestiegen. Nach dem offiziellen Termin fährt sie Ski. Dabei hätte gerade sie für eine andere CSU stehen können, in der nicht die Lautesten alles bestimmen. Doch durch sein taktisches Schweigen hat Seehofer dafür gesorgt, dass es wohl kaum noch anders kommen kann, oder? Wenn die Fraktion unbedingt Söder möchte, werden Sie sich dem fügen? Schritt für Schritt ist er die gute Regel fürs Leben. Eins nach dem anderen. Alle Augen also weiter auf ihm. Doch spätestens morgen muss er liefern.